100 Jahre rätisches Krokodil. Die Rätische Bahn hatte am 12. September 2021 eingeladen und viele, viele kamen. Das nehmen wir mal mit. Schon? Ja, dann kommen Sie mit, ja, Herr Mächler. Direktor Dr. Renato Fasciati begrüßte die Gäste und los ging es mit Lokomotive 414 kurz vor 9 Uhr in Landquart mit einem Sonderzug nach Ilanz. Hier wurde umgesetzt und es ging zurück nach Landquart. Nach der Rückkehr in Landquart sollte es zum Mittagessen in den neuen Infrastrukturstützpunkt gehen. Was uns dort aber erwartete, verschlug vielen den Atem. Die 415 in einem Multicolor-Lack. So etwas hatte man noch nicht gesehen. Aber dazu später mehr. Es ist gerade eine ganz große Ehre, Sie alle heute hier in diesem Haus begrüßen zu dürfen. Und 100 Jahre OHB-Krokodil, das war für uns Anlass, diese Lok in einer sehr wertigen Metall-High-End-Ausführung nachzubauen, womit wir Ihr imposantes Original erstens gebührend würdigen wollen und natürlich zum Zweiten den treuen Vorbild- und Modellbahnen hier verfähigen, diese Traumlok im Maßstab von 1 zu 22,5 in etwas kleiner realisierbar und somit als Modell für zu Hause ermöglichen wollen. Es wird dabei zwischenzeitlich drei Varianten, drei verschiedene Modelle der Lok geben. Zum ersten die Nummer 414 in Grau, so wie sie heute noch fährt und hier bewundert werden darf. Zum zweiten die 412 in der blauen Farbe, so wie sie vor 15 Jahren zum 75. Geburtstag des Glasgow-Express vom Netz ihrer wundervollen RHB unterwegs war und damit heute zumindest als Modell, wie Sie hier sehen, weiterleben kann. Und neuzeitlich zum Dritten, wir haben großen Respekt, Herr Dr. Fasciati, vor der Entscheidung der RHB, die altehrwürdige Lok 415 mit einem sehr modernen, mutigen Anstrich zu versehen und hier gelingt die Symbiose zwischen Tradition und Zukunft. Selbstverständlich werden wir auch diese Ausführung des Modells als Modell nachziehen und Ihnen dann vorstellen. Renato Fasciati hatte eine mutige Entscheidung getroffen. Die einen sagten, wunderbar, toller Look für die 415. Die anderen meinten, das rätische Krokodil, 100 Jahre alt, das muss unbedingt in Braun sein. Und so wurde viel diskutiert. Waren wir noch vor 4 Wochen in der Werkstatt in Landquart und konnten uns die Arbeiten an der 415 ansehen, so war sie damals gerade frisch braun lackiert. Die neue Farbe wurde als Folie in 8 Schichten aufgetragen. Und so kann jederzeit wieder die Lok das ursprüngliche Braun erhalten. Um den Farbeindruck des Originals zu erhalten, muss auch das LGB-Modell 7-mal lackiert werden. Wolfrat Bächle hatte ein Muster vom Vorbau der neuen LGB-Lokomotive dabei und zeigt es uns. Auch die 412 wird von LGB als High-End-Modell erscheinen. 2005 war sie noch blau lackiert und passte hervorragend zu den Salonwagen. Auf einer Sonderfahrt von St. Moritz nach Skultaraschb und zurück entstanden die folgenden Aufnahmen. Bereits 2008 wurde die Lok verschrottet, und von ihr ist heute nichts mehr übrig.
Der abschließende Höhepunkt war dann gegen 15 Uhr die Parallelfahrt von Chur zum Werk Ems mit dem SBB-Krokodil 14305, bekannt als Gotthard-Krokodil. Es war ein wunderbares Fest. Vielen Dank an alle Organisatoren und wir feiern gerne wieder.